Ziele des Seminars. Und ich finde es am Anfang immer ganz wichtig, dass wir uns darüber unterhalten, ob wir die gleichen Ziele haben. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass das am Anfang geklärt wird, damit Sie entscheiden können, ob wir für einen Teil der Wegstrecke sozusagen Ihres Lebens zusammengehen. Und ob ich Ihnen helfen kann, dieses Ziel zu erreichen, wenn Ihr Ziel auch mein Ziel ist und umgekehrt. Das ist ganz wichtig, das am Anfang zu klären, denn oft kommen Menschen zusammen und haben ganz unterschiedliche Ziele und kommunizieren nicht offen darüber. Und dann irgendwann kommt es dann zu einem Eklat, weil sich herausstellt, dass völlig unterschiedliche Ziele vorlagen oder verdeckte Ziele. Der eine hat gesagt, er hat das Ziel, hat aber wirklich kein anderes Ziel gehabt. Und deswegen ist es wichtig, das am Anfang zu klären. Ich habe zwei Ziele. Und ich würde Sie bitten, das auch aufzuschreiben. Das erste Ziel ist ein gutes Prüfungsergebnis. Ein gutes Prüfungsergebnis. Was heißt das? Gutes Prüfungsergebnis bedeutet, dass ich alles tue, alles Legale tue. Nichts Illegales, sondern alles Legale tue, um Sie in die Lage zu versetzen, ein Ergebnis zu erzielen, für das Sie selber sagen, das ist gut, da bin ich mit zufrieden. Gut meint also nicht zwingend die Note gut, kann die Note gut bedeuten. Aber gut ist hier relativ genannt. Ich hatte einen Klassenkameraden, er empfand es als persönliche Beleidigung, wenn er in einem Fach keine 1, sondern eine 2 bekam. Da brach für den eine Welt zusammen. Ich kann mich da sehr gut dran erinnern. Ja, ich weiß auch noch sehr genau, wie der Mensch hieß. Und das war für ihn schlimm, wenn er also keine 1 hatte, sondern eine 2. Das war für ihn also nicht gut. Jemand anders wäre vielleicht froh gewesen in dem gleichen Fach, wo er eine 2 bekam und eine 1 hätte haben wollen, wenn er da eine 2 bekommen hätte. Was ich sagen will, ist, dass das eine Sache des subjektiven Empfindens ist. Es ist aber nicht so, und das will ich genauso deutlich sagen, dass dieses Seminar ein Seminar ist, mit dem man die Prüfung so gerade eben mit blauem Auge besteht. Ja, das ist ausdrücklich nicht so, sondern Sie werden in die Lage versetzt, wenn Sie das wollen, auch ein gutes oder sogar sehr gutes Ergebnis zu erzielen. Möglich ist das. Ja, das ist also das Erste, ein gutes Prüfungsergebnis. Und das Zweite nenne ich einen guten Praxistransfer. Ja, einen guten Praxistransfer. Guter Praxistransfer wäre also das Stichwort. Ein guter Praxistransfer bedeutet, transferieren bedeutet ja übertragen. Das heißt, dass wir möglichst viel von dem Wissen, das wir hier lernen, übertragen können in die Praxis. Und da sagte ich schon, dieses Seminar hat diverse Nebenwirkungen. Eine Nebenwirkung ist, dass Sie Entspannung lernen, so ganz nebenbei. Eine weitere Nebenwirkung ist, dass Sie für sich selber lernen, für sich selber sich ein effizientes Lernsystem zusammenzustellen aus den vielen, vielen Angeboten, die Sie bekommen. Sehen Sie das Seminar wie ein Buffet. Ja? Sehen Sie die Karten und die MP3s und die Wikis und die Mindmaps und die Ordner und die Repetitorium und all diese ganzen Dinge. Sehen Sie das wie ein Buffet. Und Sie haben einen Teller in der Hand und nehmen sich zunächst mal von dem Buffet die Dinge, die Ihnen gut schmecken. Das ist der erste Schritt. Ja, der erste Schritt, Sie nehmen das, was Ihnen gut schmeckt, da nimmt man meistens das, was man vom Geschmack her kennt. Ja, man sagt, das schmeckt mir gut und dann nimmt man das. In einem weiteren Schritt könnte man sogar noch einen Schritt darüber hinausgehen und ein bisschen experimentieren und sagen, jetzt probiere ich mal, ich habe bisher immer geglaubt, ich bin ein stark visueller Typ, ich lerne also über Übersichten, mir helfen die Mindmaps. Jetzt versuche ich auch einfach mal auditiv. Ja? Denn wir alle haben gesunde Ohren, wir haben alle gesunde Augen, wir nutzen nur diese Sinneskanäle nicht mehr richtig und bewusst. Ja, also das wäre ein weiterer Schritt, den man gehen kann, nicht muss, aber gehen kann, dass man sogar ein bisschen experimentiert und sein Lernsystem weiter ausbaut.
Das ist eines der wertvollsten Instrumente, die ein Mensch, ein junger Mensch, vor allem aber auch ein älterer Mensch, in der heutigen Zeit haben kann. Denn wir leben in einer Zeit permanenter Veränderung, wir leben in einer Zeit, wo man permanent dazu lernen muss. Die Zeiten, wo man einen Beruf lernt, vom Ausbilder übernommen wird und die restlichen 40 Jahre in diesem Betrieb arbeitet, sind vorbei. Das wissen Sie, ja, das brauche ich Ihnen im Grunde gar nicht zu erzählen, weil Sie das aus Ihrer praktischen Erfahrung sehr gut wissen, dass wir heute eine andere Zeit haben. Und deswegen ist die Fähigkeit, dazu lernen zu können, eine ganz wichtige Schlüsselqualifikation. Und das ist mit eines meiner Ziele, dass ich Ihnen so viel wie möglich auf diesem Wege mitgebe, teilweise sehr ungewöhnliche Ansätze, ja, teilweise Ansätze, bei denen ich selber experimentiere und Erfahrungen mache. Und das bedeutet unter anderem guter Praxistransfer und vor allem bedeutet guter Praxistransfer natürlich eine möglichst gute Übertragung des gelernten Wissens. Denn Wissen allein im Kopf zu haben, ist nicht besonders viel wert. Wissen nur im Kopf zu akkumulieren, ist heute noch weniger wert, als ein gutes Lexikon kostet. Denn wir haben Wikipedia und das Internet und Google. Das heißt, innerhalb weniger Sekunden kann man mit dem richtigen Suchbegriff eine Sache klären. Ja, und wissen, wenn man etwas wissen will, dann kann man das sehr schnell heute nachgucken über das Internet, über Wikipedia und andere Möglichkeiten. Also Wissen nur im Kopf zu akkumulieren, ist nicht mehr viel wert. Aber Wissen richtig auf eine Situation anzuwenden, ist heute das Entscheidende. Das heißt, es kann sein, dass der eine Wissen A hat und der andere hat auch Wissen A, aber nur der zweite ist in der Lage, das Wissen auch in der speziellen Situation zielbringend und zielführend anzuwenden. Und das ist das Entscheidende. Das ist nicht nur eine Sache der Prüfung, dass man lernt, mit den Prüfungsfragen umzugehen, sondern es ist eine Sache auch mit Praxisfragen umzugehen und sein Wissen anzubringen. Ja, das ist also mein Ziel unter der Überschrift guter Praxistransfer. Jetzt haben wir hier zwei Ziele und nun wird es Zeit, ein bisschen auch etwas an Wissen zu lernen, denn bisher haben wir ja nur methodisch gearbeitet, ich habe Ihnen die Methode vorgestellt. Jetzt möchte ich Ihnen gerne drei Beziehungen vorstellen, in denen oder die Ziele untereinander bilden können, Zielbeziehungen. Und das erste ist Zielneutralität. Bitte mal notieren, Zielneutralität. Unter den Beziehungen zwischen den Zielen, also unter der Überschrift Beziehungen zwischen den Zielen, Zielneutralität. Zielneutralität bedeutet, das eine Ziel hat mit dem anderen Ziel nichts zu tun. Ja, das ist Zielneutralität. Das zweite ist Zielkomplementarität. Wie man spricht Komplementarität, wie man spricht mit K, Komplementarität. Wenn etwas komplementär zu etwas anderem ist, dann ist es sozusagen die fehlende Hälfte, etwas Ergänzendes, etwas Ersetzendes. Ja, Zielkomplementarität bedeutet also, dass die Ziele sich unterstützen. Ja, sie greifen sich gewissermaßen gegenseitig unter die Arme. Ja, sie helfen sich gegenseitig vorwärts zu kommen. Ja, wie zwei Betrunkene, die sich gegenseitig stützen. Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Das ist Zielkomplementarität. Zwei Ziele unterstützen sich gegenseitig, ergänzen sich gegenseitig. Und das dritte ist der Zielkonflikt. Zielkonflikt bedeutet, die Ziele stehen gegeneinander. Sie widersprechen sich. Ja, das hat man in der Praxis relativ häufig. Ja, wir wollen Kosten senken und gleichzeitig die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Haben Sie das schon mal gehört? Ja, könnte, ich sage nicht muss, aber könnte ein Zielkonflikt sein. Ja, Kosten senken heißt ja in der Praxis sehr oft Personalkosten senken. Ja, und gleichzeitig will man aber die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Könnte ein Zielkonflikt sein. So, wenn wir uns die beiden Ziele da oben mal anschauen, dann ist die erste Frage, sind das auch Ihre Ziele? Und die zweite Frage, in welcher Beziehung stehen diese beiden Ziele?
Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.